Moin, ihr Lieben, heute gibt's meine Wochendeko oder wohlgemerkt eine halbe Wochendeko. Meine Maliskönner von Ella, den möchte ich ja weniger als Kalender, sondern mehr so zum Dekorieren Spaß haben und so ein bisschen auch als Tagebuch benutzen. Und dementsprechend habe ich mir dann da diese Stempel für die Organisation, Tagebuch-Style, wie auch immer, rausgesucht. Und ja, werde euch im Anschluss mal zeigen, was ich so damit vorhabe, nachdem wir gemeinsam dekoriert haben. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. In dem Alleskönner haben wir die Woche auf theoretisch 4 Seiten. Ich werde mich dem ersten Teil widmen. Da haben wir 3 Tage plus hier oben eine Notizensektion. Ich möchte das Ganze so im Tagebuch-Style, so ein bisschen Bullet Journal planen, organisieren, dekorieren und mehr den Fokus dekorieren und einfach mehr Notizen machen oder einfach mal gedankenlos werden benutzen. Und dementsprechend habe ich mir hier auch ganz gewisse Stempel nur rausgesucht und habe mir überlegt, ich nehme das Thema Galaxy so ein bisschen, weil da habe ich auch ganz, ganz viele ganz tolle Sticker zu dem Thema. Hier kann ich auch mit einer viel dickeren oder breiteren Sektion von Tape arbeiten, habe ich ja festgestellt, weil hier einfach so unfassbar viel Platz ist. Aber ich habe da jetzt nichts gefunden, wo ich gesagt habe, ja, nehme ich. Ansonsten ist es so, dass ich jetzt hier einfach erstmal mit dem Tape beginne. So sieht die Woche jetzt aus. Sehr viel mit Stickern gearbeitet. Ich liebe diese Art von Stickern. Einfach dieses Papier, Reispapier, keine Ahnung, wie das genau heißt. Aber dieses durchsichtige Papier, das ist immer deutlich hübscher, finde ich, als die auf weißem oder buntem Papier. Aber es passt auch eben auch nicht immer alles zueinander. Und dementsprechend bin ich hier bei diesem Ziel geblieben. Die Wochenliste, also die Weekly Challenge, da habe ich mir eine Challenge überlegt für diese Woche, will ich machen.
Dann habe ich hier am Montag so ein, naja, Tracker ist das Falsche, aber so ein Weight-Sache, also so, wo ich irgendwie irgendwas Sternen geben kann, sei es dem Tag ein Sterne gebe, einem Film, einer Serie oder irgendwas, was ich gesehen habe, gemacht habe, unternommen habe an diesem Tag. Und dann dachte ich mir, kann ich darunter dann nochmal etwas dazu schreiben? Und das fand ich irgendwie eine ganz nette Idee. Am Mittwoch habe ich jetzt nichts, da kann ich einfach frei was schreiben, vielleicht auch was zeichnen, wobei zeichnen ist jetzt nicht so meine Stärke, aber wer weiß, worauf ich Lust habe. Und an dem Dienstag habe ich mir eine To-Do-Liste reingestempelt. Das Ganze soll dafür da sein, dass ich vielleicht auch einfach sage, was habe ich gemacht an diesem Tag? So ein kleiner nachträglicher Reminder, so schlecht war der Tag doch gar nicht, so wenig hast du doch gar nicht gemacht. Und wenn da nur kleine Dinge sind wie Müll rausgebracht oder einkaufen gewesen, Altglas weggebracht, so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, ja, diese To-Dos sind abgehakt, obwohl sie eigentlich nicht auf so einer großen To-Do-Liste drauf standen, weil sie selbstverständlich Alltagsdinge sind. Ja, so sieht die Woche aus. Vielleicht war eine kleine Inspiration dabei, wie ihr euren Kalender nutzen könnt oder wie ihr den Alleskönner für euch vielleicht verwenden könnt, wenn ihr sagt, es gibt so ein paar Tage oder Wochen, wo ihr mal nicht ganz so viel plant und mehr in den Monatsübersichten arbeitet. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne im nächsten Video. Tschüss!